Interesting. Bei Reddick ist sogar was versteckt. Reddick nickt. Bringst du Neuigkeiten? Kolski ist tot und sein Aufstand ist mit ihm gestorben. Tot? So schnell? Ein eigenartiges Lächeln zieht sich über Reddicks Gesicht, wobei er in wildem Triumph oder aus Schmerz die Zähne fletscht. Dann hast du etwas vollbracht, mit dem viele vor dir gescheitert sind. Oh, werden meine Hauptmänner nur halb so effizient wie du. Goldteil steht in deiner Schuld, denn du hast das größte Hindernis seiner Wiederherstellung beseitigt. Er gibt einen leisen, amüsierten Laut von sich, und deiner hartnäckigen Hornisse hast du mich dabei auch noch entledigt. Ich zahle meine Schulden. Hier habe ich ein Schwert, das meiner Familie schon seit Generationen weitergegeben wird. Nun gehört es dir, möge es dir bei deinen zukünftigen Unternehmungen gute Dienste erweisen. Reddick gestikuliert ein Wächter und natürlich wirst du bezahlt werden. Und nun, Reddick senkt seinen Blick. Nun würde ich gerne meine Frau beerdigen und in die Zukunft schauen. Bevor man Goldteil sicher nennen kann, liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, das hat mich in Trutzbuch zum Meister gemacht. Da diese Angelegenheit nun bereinigt ist, habe ich viel zu tun. Wisse aber, dass du im Tal Verbündete hast. Und ab und zu erfahre ich von deinen Taten. Du weißt deinem Namen Ehre. So. Gramfelder Wanderer. Bei Margans Grabung griff mich Gramfel mit einer Gruppe von todesliebenden Räubern an. Wie sich zeigte, war er nicht bereit für seinen eigenen Tour. Der flehte mich an, ihn stattdessen gefangen zu nehmen. Pfeifend im Schilf. Der Zochinsee in den Xamittelebenen ist berühmt für die wunderschönen Blumen, die jedes Jahr im Frühling mehrere Wochen lang an seinem Ufer blühen. Die örtlichen Bauern ernten die Blumen für ein Frühlingsfest in allen umliegenden Dörfern. In den letzten drei Jahren sind bei der Blumenernte vier Bauern verschwunden. Es gab keine Augenzeugen für die Entführung, aber die Einheimischen berichten jedes Mal, dass sie aus dem hohen Schilf ein hohes Pfeifen gehört hätten. Wenn die Entführten wenige Tage später am Ufer des Sees wieder auftauchen, scheinen sie glücklich zu sein und lächeln, sind sich aber der Welt um sich herum nicht bewusst. Die seligen Opfer erholen sich von diesem Zustand nicht mehr und sterben wenige Wochen später. Die Philosophen des Klosters des Töchersee rieten den örtlichen Herrscher, sich Hilfe von außerhalb zu holen. Dann schicken wir mal die trauernde Mutter. Das klingt nämlich nach einem Seelenproblem, wo sie eigentlich für gemacht ist. Ja, in 4 Tagen und 4 Stunden werden wir angegriffen. Von ein paar Räubern. Ich weiß nicht, das ist hier wirklich ein zweischneidiges Schwert gewesen mit Rätrig und Kolsk. Ich glaube, die Entscheidung sollte einem nie leicht fallen. Weil wenn man richtig hinguckt, ist Rätrig auch nicht das Monster, wo er hingestellt wird. Nur das halbe Monster. Gucken wir mal kurz, ob sich ein Goldteil dadurch was getan hat. Weil ich weiß, wenn man Kolsk hilft, dann werden die Leichen abgehängt vom Baum. You must gather your party before venturing forth. Dann gehen wir nach Ketnur zurück. Weil wir sind hier dann so größtenteils fertig. Ein Bittsteller.
Eskorte aussenden. Das kann dann ruhig Palegina machen. Aber nee, so wie es aussieht, hängen die Leute noch am Baum. Ogat legt die Stirn im Feind. Ich fürchte, ich kann dir nicht dabei helfen, hier eine Bleibe zu finden. Fürst Gatrix, so wurde als Ruhrgebot eingestuft, was die Umstände noch gespannter macht als zuvor. Ich würde jetzt am liebsten neu laden und doch Redrick töten, aber wir leben jetzt einfach mal mit dieser Entscheidung und gucken, was am Ende dabei herauskommt. Ich will es einfach wissen. Es hat uns an der eigenen Reputation nichts geschadet. Es hat uns nur bei Goldtal ein bisschen geschadet, bei Trutzbuch da aber arg geholfen. So, einen Tag, dann sollte auch schon die Försterhütte fast fertig sein, oder? Fertig sein. Können wir das nächste schon in Auftrag geben. Better indeed. Und ja, ich glaube, ich werde dann ein bisschen umschwenken. Also ja, als nächstes werde ich den Innenhof so allgemein sanieren, also die vier hier machen. Also Forum, Übungsgelände, Botanischer Garten, Irrgarten. Erstmal den Irrgarten, der erhöht nämlich unseren Schutz. Nochmal gut. Dann vielleicht dann das Forum, dann die anderen beiden. Und dann werde ich die Mauern sanieren. Das bietet dann nämlich ordentlich Schutz. Aber ja, die Försterhütte ist noch nicht fertig. Kümmern wir uns jetzt erst einmal um manuell beenden. Den Räuberangriff. Man merkt, ich habe die Quest mit Redrick und Kolz verdammt lange vor mir hergeschoben, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun sollte. Can't get a good shot. I have them. Okay. Das war die Räuber. Better indeed. Nicht Tagburg. Wir haben schon wieder die Hälfte unserer Leute verloren.
Also den Goldpaktritter anwerben. Oh ja, die Bogenschütze mal anwerben. Frohutsoldat. Ach, tun wir noch einen Hüter der Wildnis dazu. So. Jetzt haben wir wieder Sicherheit. Jetzt können wir erstmal noch rasten. Wieder mit den Waldlandfahrten. So, wie lange braucht die Försterhütte? Noch eine Stunde. Was machen wir die eine Stunde? Können wir erstmal beim Händler hier Zeug wieder verkaufen. Eine gute Armbrust reicht. Die Dolche können eh weg. Guter kleiner Schild. Keule und Bögen, also alles, was normal ist, kann erstmal weg. Aber auch die zwei guten Keulen können weg. Keule wird keiner benutzen. Ein blutdurchtränktes Zaubererbuch kann weg. Zepter kann, Zauberstab kann weg. Zwei Zepter, drei Zepters können weg. Rüstungsmäßig kann das alles weg. Ein guter Gambason. Die Rüstung kann noch weg. So, hier kann noch alles weg. Zutaten nichts. Hier kann auch nichts weg. Ich weiß nicht, ich könnte halt diese Bücher verkaufen. Will ich aber irgendwie nicht. So. Wieder Geld für uns. Ausgeruht sind wir. Dann können wir uns mal kurz die Bibliothek angucken. Jetzt, nachdem wir sie haben. Das ist nicht die Bibliothek, das ist die Kaserne. Hier geht's zur Bibliothek. Look at all these books. I don't suppose we could stay here a while. Wow, da sind wirklich viele viele Fächer. Okay, da ist noch ein Buch drin, noch ein Buch.